Hallo YouTube, heute werden wir über Include sprechen. Wir werden noch nicht alles sagen, was man zu Include sagen kann. Es gibt nämlich noch ein paar Sachen wie zum Beispiel Include Guards und Arbeiten mit mehreren Dateien. Aber heute werden wir schon mal mit diesem wichtigen Thema anfangen. Und das Include haben wir schon einmal benutzt. Wir haben es zum Beispiel hier vorne bei unserer ASD.cpp einmal ganz am Anfang benutzt. Und ich habe gesagt, euch werde ich das noch erklären. Und natürlich werde ich das erklären, und zwar genau in diesem Video. Und wir haben später ASD.cpp haben wir einmal übersetzt. Aber heute will ich das ASD.cpp mal übersetzen, und zwar mit dem zusätzlichen Compiler-Option minus E. Und was das macht, ist, es schreibt uns alles vorher auf, was jetzt wirklich in dieser Datei drin ist. Das ist der sogenannte Präprozessor. Und der Präprozessor macht nichts anderes, als er schreibt alles auf, was wir überhaupt haben in der Datei. Und wie ihr seht, dauert das ganz schön lange, weil hier vorne dieses steht. Hashtag include IOStream. So, wir gucken uns nochmal an, was genau jetzt hier steht. Das heißt, hier vorne haben wir den Namespace STD, das war Using Namespace STD, über den können wir auch noch reden, aber das hier ist einfach nur Using Namespace STD. Interessant ist aber jetzt das hier drüber alles, das alles hier, die ganzen Zeilen hier, das ist das, was im IO-Stream drin steht. Und das ist eine sogenannte Bibliothek, die wir benutzen. Es gibt mehrere Bibliotheken, die wir benutzen. So benutzen wir zum Beispiel oft CMath, dann oft benutzt ist IO-Stream, dann auch zum Beispiel die C-Standard-Bibliothek, STD, lib und oder auch C-Assert wird auch gerne benutzt. Und das sind verschiedene Bibliotheken und die Bibliotheken brauchen wir immer, um etwas zu machen. Und natürlich könnten wir das, was in den Bibliotheken steht, selber programmieren. Aber das wäre unglaublich umständlich. Und wofür machen wir es ums umständlich, wenn es auch einfach geht? Und es geht einfach, indem wir vorgefertigte Bibliotheken nutzen. Das werden wir auch hinter in Java machen. In Java gibt es da viel, viel mehr. Da gibt es API und Swing und da gibt es ganz viele Sachen, zum Beispiel Knöpfe und so weiter, die wir uns einfach importieren können, damit wir sie nicht alle selber schreiben müssen. Und genau das gleiche machen wir in C++ mit diesen Bibliotheken. Um eine Bibliothek zu inkludieren, machen wir ein Hashtag, das heißt, das ist ein spezieller Compiler-Befehl, der steht dann einfach so da, also mit dem Hashtag, und dann schreiben wir hin, also beziehungsweise eigentlich ist das ein Nummerzeichen, Hashtag ist nur sozusagen der moderne Name davon. Also eigentlich mit diesem Nummerzeichen inkludieren wir Sachen. Und danach schreiben wir einfach genau das, wie ich es da oben schon hingeschrieben habe, ein include. Das heißt, ich will irgendwas da rein inkludieren. Das heißt, was reinschreiben, was zusätzlich reinholen. Include ist die englische Übersetzung von einbeziehen. Und was ich dann dahinter schreibe, ist, ich mache hier eine, Entschuldigung, auf grün sollte ich das machen. Ich mache hier eine geschweifte Klammer auf, ein kleiner Zeichen, dann hinten ein größer Zeichen und dazwischen schreibe ich, was auch immer für eine Bibliothek ich haben will. Zum Beispiel will ich dort mal die CMath-Bibliothek inkludieren. Und man kann auch andere Sachen inkludieren, wenn man zum Beispiel das Nummerzeichen benutzt und dann include. Und dann solche Sachen hier vorne nimmt, dann wird in dem Verzeichnis, wo auch immer ihr das gerade drin habt, eure Datei drin habt, dort wird dann gesucht. Das heißt, dort kann ich zum Beispiel asdf.hpp inkludieren. Und das würde mir dann zum Beispiel helfen, eine selbstgeschriebene sogenannte Header-Datei zu inkludieren. Das heißt, wir können mit include nicht nur vorgefertigte Bibliotheken inkludieren, die wir meist mit solchen Zeichen hier vorne inkludieren, weil er dann ins Bibliothekenverzeichnis geht und dort nachsucht. Und wenn wir diese Zeichen hier benutzen, diese Gänsefüßchen hier vorne, dann sucht er in unserem momentanen Verzeichnis. Das heißt, das ist dann, wenn wir irgendeine Bibliothek selber geschrieben haben oder irgendeine, wie hier vorne, eine Header-Datei selber geschrieben haben. Generell kann man sagen, dass Hashtag hier vorne oder das Nummernzeichen hier vorne, das ist generell ein Compiler-Fehler, wie wir, Compiler-Befehl, nicht Fehler, Compiler-Befehl. Und wir werden noch ein paar mehr sehen, wie zum Beispiel den Befehl define und solche Sachen.
Include ist davon nur eine Variante, aber die durchaus wichtigste Variante von allen. Mit Include inkludieren wir alle Sachen, in denen was zusätzlich drin steht, was wir benutzen wollen. Was steht in den Sachen drin, die ich hier zum Beispiel schon aufgeschrieben habe? In CMath haben wir mathematische Sachen. Das ist eine ganz schön lange Liste, aber unter anderem sind da Sinus, Cosinus, die Exponentialfunktion. Irgendwas hochzunehmen ist gar keine automatisch eingebaute Funktion. Das heißt, dort gibt es die Funktion Pau und mit der nehmen wir etwas hoch eine andere Zahl, zum Beispiel 3 hoch 4. Dafür müssten wir Pau 3, 4 schreiben oder 3 mal 3 mal 3 mal 3. Dann gibt es noch weitere Funktionen wie zum Beispiel Abs oder Floor. Das heißt, es gibt da ganz, ganz, ganz viele mathematische Funktionen. Das heißt, wenn euch irgendeine mathematische Funktion fehlt, dann am besten in CMath nachschauen. Es gibt da eine Seite im Internet. Ich kann es mal eben zeigen. Ich habe hier bei Google mal nur CMath eingegeben. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann lädt er hier diese Seite. Und das hier ist c++.com. Da gibt es ganz viele Referenzen zu den eigentlichen einzelnen Bibliotheken. Wir sind hier zum Beispiel bei CMath oder Math.h, wurde es damals noch in C genannt. C++ nennt man das CMath. Und hier vorne seht ihr dann alle Funktionen. Cosinus, Sinus, Tangens, A, Cosinus, A, Sinus, A, Tangens, A, Tangens 2, Cosinus, H, Sinus, H, A, Tangens, H und so weiter. Da seht ihr verdammt viele Funktionen. Und all diese Funktionen könnt ihr danach benutzen. Auch zum Beispiel unendlich oder keine Nummer. Das sind alle Funktionen, die ihr dann danach benutzen könnt, wenn ihr das inkludiert. Genau das können wir dann aber auch anschauen, wenn wir andere Funktionen uns anschauen, wie zum Beispiel CAssert. CAssert, da ist nur Assert drin. Und Assert macht eine ganz interessante Sache. Es guckt nach, ob irgendetwas so ist. Das heißt, das ist einfach eine If-Abfrage, aber anstatt dass If einfach irgendwas macht, then oder else macht, bricht das, wenn das if true ist, einfach das Programm ab und gibt ein Error Code zurück. Das heißt, if assert boolean, so schreibt man das dann in den Code rein, und das ist dann wie eine if-Abfrage, die dann automatisch das Programm beendet, was auch eine schöne Sache ist, die man auch immer mal wieder braucht. Natürlich gibt es noch ein paar mehr Sachen und ein paar mehr Bibliotheken, wie wir hier schon sehen. So ist da zum Beispiel auch die C-Standard-Bibliothek oder stdlib.h, wo wir Sachen haben wie R2i. Damit werden wir später, wenn wir darüber reden, Kommandozeilenargumente in Integers umwandeln. Hier seht ihr auch Convert String to Integer. Das werden wir dann auch zum Beispiel benutzen. Das heißt, wenn wir einen String haben, der 1 heißt, dann kann man daraus dann wirklich auch die Zahl 1 machen, weil sonst ist es ja ein Charakter 1. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ihr nimmt dann also den Charakterwert von der 1, das ist irgendeine 64 oder so, und macht die dann automatisch zu der Zahl 1. Und dann gibt es hier noch andere Sachen, wie zum Beispiel Absolute Value und Integral Division und solche Sachen, die wir nicht so oft benutzen werden, aber am meisten zum Beispiel hier R2i, R2f und so weiter. Und auch manche String-Sachen hier vorne sind auch mal gerne gesehen. Zu guter Letzt dann noch die lange, und zwar die IO-Stream, die eine verdammt lange Bibliothek ist und die hat hier vorne sogar ihren einzelnen Unterschrieb. IO-Man-IP nimmt man auch manchmal, die IO-Manipulators, und davon brauchen wir meistens sowas wie Set-Precision, Set-W und so weiter. Das ist, um ein Output zu schöner zu machen. Dann meistens auch noch die IO-Stream hier vorne, diese Bibliothek. Diese Bibliothek benutzt man dann, um Ausgaben und Eingaben zu machen, die verbindet sich dann mit den Ausgabe- und Eingabestreams, wie zum Beispiel dem Ausgabestream hier vorne. Und wenn wir a.exe ausgeben, dann sehen wir hier Ausgaben. Und diese Ausgaben hier vorne, die hier rauskommen, das ist der Ausgabestream, der also an unseren Computer angeschlossen ist. Ich kann es nochmal aufzeichnen. Wir haben hier vorne unseren Computer, da gibt es einmal Ausgabestreams und einmal gibt es da Eingabestreams. Und der Ausgabestream würde hier an die Tastatur angeschlossen sein, natürlich. Und den würden wir mit C-In abfangen und mit C-Out würden wir irgendwas wieder zurück auf den Bildschirm geben. Und zwar in Textform. So können wir zum Beispiel hier mit C-In das Ja abfangen. Das Ja ist dann hier zwei Charaktere, die über den
String hier laufen. Das J läuft hier rüber, das A und noch ein Terminationscharakter, den wir jetzt nicht genauer besprechen müssen. Aber theoretisch läuft da genau dieses Ja drüber. Und zurück kommt dann dementsprechend alles, was ich hier sage. Da kommt dann die 0, die 1, die 2, die 3, die 4 und so weiter. Und willst du das Programm neu ausführen, läuft dann alles über den C-Out-Stream wieder zurück. Das heißt, dafür ist diese Bibliothek IO-Stream besonders gut. Ich habe mal jetzt alle aufgemacht und ich kann ja mal zeigen, welche man so am öftesten braucht. C-Assert braucht man sehr, sehr oft. Dann C-Standard-Bibliothek, wie ich schon gesagt habe. Die C-Mass braucht man sehr, sehr oft. Dann braucht man sehr oft. Hiervon braucht man eher weniger, außer Vektor, Liste braucht man meistens. Die anderen Sachen braucht man seltener, aber kann man auch brauchen. Also die braucht man auch. Sind Container, über die wir noch genauer sprechen werden. Dann Input und Output. Davon braucht man meistens den IO-Manip, den IO-Stream und den F-Stream. Der F-Stream erlaubt es uns, in Dateien reinzuschreiben und aus Dateien zu lesen, was natürlich sehr, sehr sinnvoll ist. Dann vom Multithreading werden wir weniger drüber sprechen. Und da gibt es noch andere. Davon habe ich zum Beispiel eher weniger benutzt, aber man braucht davon zum Beispiel Bitset hier vorne, um ein Bitset deklarieren zu dürfen, also es ist eine Klasse, und Utility, wenn man zum Beispiel ein Pair braucht, zum Beispiel, gibt es solche Sachen. Das heißt, da gibt es ganz viele schöne Sachen, die wir hier haben als C++ Sachen. Und wie gesagt, die Seite hier vorne ist c++.com und hier vorne dann Reference. Und dann seht ihr schon alle möglichen Sachen oder hier sind sie auch nochmal aufgezeichnet. Und hier könnt ihr euch dann noch ganz, ganz viel dazu du durchlesen. Ich kann die Seite nur empfehlen. Auf jeden Fall sorgen diese Bibliotheken, die wir dann inkludieren, dafür, dass wir irgendwelche Sachen benutzen dürfen. Und asdf.hpp ist eine sogenannte Header-Datei. Die sorgt nicht dafür, dass wir Sachen benutzen dürfen, sondern dafür, dass Sachen deklariert sind. In der asdf.hpp, in einer Header-Datei, stehen normalerweise nur Deklarationen drin. Nochmal kurze Erinnerung, eine Deklaration ist sowas wie das hier, wo einfach hier nicht die geschweiften Klammern stehen, sondern nichts. Oder auch hier int i, wo hier nicht gleich 0 steht, sondern einfach nichts. Und auch eine Klasse, eine ganze Klasse darf da drin stehen, eine Class f. Und wo dann nichts hintersteht. Das sind so Sachen, die in einer .hpp-Datei stehen dürfen. Meistens sind die Klassen dort aber in HPP-Dateien eher ausgeschrieben als nur solche kurzen Stümmel hier vorne. Was in der HPP-Datei am öftesten drin steht, ist eigentlich eine Klasse G und die Klasse G hat dann hier ihre geschweiften Klammern und da drin stehen dann immer nur so Methodenstümmel hier vorne drin, nur die Deklaration, aber nicht die Definition. Das heißt, da steht dann drin, oh, die Klasse G hat eine Void F, die Klasse G hat ein Int I und so weiter. Wofür brauchen wir sowas dann? Wofür brauchen wir dann dieses Include hier vorne? Das könnten die ganzen Definitionen hier, die Deklaration, könnten wir auch einfach so in unsere Datei reinschreiben. Und wir machen das, damit wir nicht das hier haben. Ja, das hier haben. Wenn wir ein langes, langes Programm haben, und dort nur die HPP-Datei inkludieren, ist das normalerweise immer relativ schön. Der Binder wird hinterher sowieso Sachen zusammenschreiben, über den werden wir noch genauer sprechen. Der wird sowieso die CPP-Dateien zusammenpacken. Aber meistens ist es sinnvoll, wenn man nicht 15 Mal die gesamten 10.000 Zeilen von asdf.hpp benutzen muss, sondern wenn man nur einmal die 10.000 Zeilen hat und 14 Referenzen dazu. Mit dieser asdf.hpp-Datei können wir Referenzen zu Sachen machen, die gar nicht definiert sind, nur deklariert sind. Das heißt, wir können sagen, oh, ich werde F benutzen, aber F ist ja noch gar nicht definiert, aber das ist dann egal, weil wir die HPP-Datei dort inkludiert haben. Das heißt, asdf.hpp erlaubt es uns, Referenzen zu Sachen zu schreiben, die noch gar nicht richtig definiert sind, die erst beim sogenannten Binding definiert werden. Darüber werden wir uns noch genau unterhalten. Und die Bibliotheken erlaubten es uns, extra Funktionen zu benutzen, die wir sonst nicht benutzen dürfen. Darunter zum Beispiel Assert, darunter zum Beispiel die verschiedenen Funktionen, um mathematische Sachen zu berechnen und auch sowas wie zum Beispiel IO-Stream, ganz wichtig, um Sachen eingeben und ausgeben zu können. Und ich kann es ja noch mal eben zeigen.
Notepad und dann wollte ich asd.cpp aufmachen und hier kann ich dann nochmal zeigen, wie wir es hier benutzen. Wir haben hier den Hashtag und den Include, dann das kleiner Zeichen, IOStream, größer Zeichen, das heißt, wir inkludieren hier eine Bibliothek und nicht etwa eine Header-Datei. Dann haben wir eine Sache, über die wir später noch sprechen werden und dann haben wir hier vorne, benutzen wir hier cout. Und cout ist ein Teil dieser IOStream-Klasse hier vorne. Und über Eingaben und Ausgaben werden wir beim nächsten Mal sprechen. Also könnt ihr euch darauf schon freuen. Da werden wir dann drüber sprechen, wie man hier mit dem cout und so weiter umgehen kann. Aber cout und cin sind sozusagen, cout ist der Ausgabestream hier vorne und cin ist der Eingabestream. Und da seht ihr dann, dass ich zum Beispiel i hier vorne ausgebe und hier vorne gebe ich zum Beispiel ein, eine Variable, die ich dann choice genannt habe. Und darüber werden wir uns aber noch genauer unterhalten, also keine Sorge, wird alles noch. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wunderviel Spaß. Tschüss.